Ja, sie sind da draußen. Und ja, sie könnten uns gefährlich werden. Theoretisch. Und deshalb machen wir uns jetzt frei von Hollywood-Katastrophenszenarien à la Armageddon und bleiben bei den Fakten. Das Wort Asteroid stammt aus dem Griechischen und bedeutet sternenähnlich. Ein Asteroid ist ein Kleinplanet oder auch Planetoid, sofern er sich auf einer sogenannten Keplerschen Umlaufbahn um unsere Sonne befindet. Namentlich bekannt und damit entdeckt ist bisher eine gute halbe Million Asteroiden. Doch das ist vermutlich nur ein ganz kleiner Teil der in unserem Sonnensystem herumfliegenden Brocken. Die nicht fachgerechte Bezeichnung Brocken trifft bei weitem nicht auf alle Asteroiden zu. Die meisten sind wohl eher kleine Bröckchen, aber es gibt Asteroiden mit mehreren tausend Kilometern Durchmesser. Echte Kaventsmänner also. Lange gingen Astronomen davon aus, dass die Asteroiden Überbleibsel einer kosmischen Katastrophe, Bruchstücke eines zerborstenen Planeten irgendwo zwischen Mars und Jupiter seien. Mittlerweile weiß man, dass sie vielmehr Relikte aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems sind, was sie für Wissenschaftler umso interessanter macht. Asteroiden werden auf verschiedene Weise in verschiedene Klassen eingeteilt, einerseits nach Zusammensetzung, andererseits nach Sonnenumlaufbahn. Sogenannte Aten-Asteroiden zum Beispiel kreuzen einerseits die Erdbahn und umrunden andererseits die Sonne innerhalb der Erdbahn, was wiederum bedeutet, dass sie uns gefährlich nahe kommen können. Ja, richtig, Betonung auf können. Die Chance, dass ein großer Asteroid auf der Erde einschlägt, ist äußerst gering. Man schätzt, dass etwa alle 10 Millionen Jahre ein Einschlag mit globalen Folgen möglich ist. Kleinkram, also Bröckchen mit wenigen Kilogramm Gewicht, rieseln vermutlich monatlich auf unseren Planeten. Monatlich, so vermuten Astronomen, kommt es auch im Asteroidengürtel irgendwo zwischen Mars und Jupiter zur Kollision. Asteroid trifft Asteroid. Wirklich spektakuläre Bilder der Folgen einer solchen Kollision lieferte das Hubble-Weltraumteleskop. Wir sehen einen Asteroiden mit einem Schweif aus Trümmerstücken. Und das Ganze ist mit einem leistungsstarken Teleskop sogar von der Erde aus zu beobachten. Besonders imposant? Die rätselhafte X-Form, die offenbar aus bisher unerklärlichen Gründen beim Zusammenstoß entstanden ist. Asteroiden geben uns Rätsel auf. Aber was wäre das Universum ohne Rätsel? Ach, und falls Sie mal einen Asteroiden mit eigenen Augen sehen wollen. Am 13. April 2029 zum Beispiel wird ein 270 Meter großer Brocken in nur 30.000 Kilometer Entfernung an uns vorbeifliegen. Besorgen Sie sich also jetzt schon mal ein gutes Teleskop und ein Spitzentaschentuch zum Winken.